Willkommen von der CES 2014, wo wir das Panasonic FZM1 jetzt gerade in unserer Hand halten. Das ist ein Windows 8 Tablet, wie ihr sehen könnt, von dem letztes Jahr die Android-Version erschienen ist, die ihr da entsprechend sehen könnt. Aber diesmal haben wir mit Windows einen V-Prozessor der Intel Core i5-Serie, also den V-Pro-Prozessor drin. Und das Gerät ist immer noch laut dem Military-Standard MIL-STD 810G rugged, wasserdicht. Ihr könnt es fallen lassen. IP65 ist auf jeden Fall viel besser wie bei den Smartphones, normalerweise 55 und 58 verwendet wird. Also ihr könnt damit auch länger schwimmen gehen. Die Kameras vorne und hinten sind wirklich sehr gut drin. Werden wir gleich demonstrieren. Wir können den Akku hier tauschen, den Status uns anschauen. Und wir haben sogar hier so, da das hauptsächlich für Businesskunden interessant ist, noch die Möglichkeit hier auch entsprechend Dinge abzulesen und mit verschiedenen Sensoren. Wir haben einen Lautstärkeregler drin, An- und Ausschalter, Display Rotation Lock und beim A-Knopf weiß ich jetzt nicht genau, wofür der ist. Wir haben hier einmal einen Stromeingang, unten einen Dock-Anschluss. Die Dock steht hier entsprechend auf dem Tisch, entsprechend sehr schick, aber nicht für 10 Finger schreiben, sondern eher für die schnelle Eingabe von kleineren Sachen, falls man den Touchscreen nicht verwenden will. Dann auf der anderen Seite noch einen vollwertigen USB 3.0 Anschluss und Kopfhörer. Und ansonsten, genau, den können wir wie gesagt hier entsprechend reinlegen. Und das Coole ist hier, wie ihr sehen könnt, das lässt sich hier auch drehen. Also mit dieser kleinen Geschichte hier, mit der man das Ganze dann festhalten kann, und mit dem Stift können wir das Ganze dann entsprechend vielleicht sogar auch bedienen oder auch etwas anderes entsprechend dran machen. Also wirklich sehr schickes Tablet, das mich vor allem bei der Qualität her überzeugt, bei der Geschwindigkeit, wie ihr sehen könnt. Und ich kann noch mal kurz die Kamera zeigen, die wirklich extraordinär gut ist. Auf der Front ist sie sehr schnell und gut anzuschauen. Und ich kann jetzt mal kurz auf die rückwärtige Kamera umschalten, wo ihr auch sehen werdet, dass die auch in der Qualität her wirklich sehr, sehr, sehr überzeugen kann. Also auch hier durchaus von Panasonic gewohnt ein sehr gutes Produkt der Toughpad-Serie. Wie ihr sehen könnt, wir haben auch hier die Windows-Taste, mit der man zwischen den letzten Apps durchwechseln kann, oder wie immer auch hier die Möglichkeit, Gesten zu benutzen für den Windows-Knopf zum Beispiel. Ja, das Ganze hat ein mattes Touchscreen, wie ihr sehen könnt. Fingerabdrücke sind kaum sichtbar und ich selber sehe mich auch nicht. Also eigentlich ein sehr schön gelöstes Produkt, was man bestimmt auch in der Helligkeit noch ein bisschen nach oben setzen könnte. Aber gerade scheint, wie gesagt, das Licht ja direkt drauf, wie ihr sehen könnt, und man kann trotzdem alles wunderbar ablesen. Ja, und das war es auch schon mit dem ersten kurzen Hands-on des Panasonic FZM1 Tablets auf der CES 2014, wenn ihr uns zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, wieder reinzuschauen oder zu abonnieren. Yeah.